Das Thema Krypto und Steuern bereitet dir regelmäßig Bauchschmerzen? Dann habe ich genau heute das Richtige für dich. Ich habe zwei Steuerexpertinnen eingeladen, die Sarah und die Helen von Wir lieben Steuern, und die haben mal eure Fragen zu dem Thema beantwortet, damit wir ruhiger mit dem Thema Kryptos und Steuern schlafen können. Und wenn euch das gefällt, dann lasst gleich mal einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, dann könnten wir eigentlich schon, glaube ich, noch zu dem noch spannenderen Thema, zumindest für mich, kommen. auf die Kryptos. Da werdet ihr wahrscheinlich mit Fragen gelöchert gerade, oder? Nehme ich mal an. Ja, das ist schon ein sehr beliebtes Thema momentan. Ja, ja. Bei euch wahrscheinlich genauso, ne? Ja. Definitiv, ja. Wir haben noch ein Video abgedreht dazu, ja, weil, stimmt, weil so viele gefragt haben. Ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da echt auch wieder sehr viele Fragen sind, auch Zurückhaltung oder auch bei mir mit dem Krypto-Lending und sowas. Aber ja, vielleicht fangen wir ganz vorne erstmal an. Fallen Kryptowährungen unter die Spekulationsfrist wie Gold? Was bedeutet das, die Spekulationsfrist? Das sind ja viele so, ja, was ist das, warum ist das so? Ja, vielleicht klären wir erstmal das, damit alle abgeholt werden bei sozusagen zum Start. Ja, also ganz wichtig ist vielleicht erstmal zu sagen, dass Krypto Sachen anders besteuert werden als Kapitalerträge. Es ist eine andere Einkunftsart. In der Regel sind es sonstige Einkünfte. Und diese sonstigen Einkünfte haben an sich, dass das immer irgendwie ein bisschen mit dieser Spekulationsfrist zusammenhängt. Und da soll einfach nur mit bezweckt werden, dass man als Steuerpflichtiger ab und zu privat mal was verkaufen kann, ohne dass das direkt riesengroße steuerliche Konsequenzen hat. Aber trotzdem hält der Staat ja immer die Hand auf und möchte dann halt doch manchmal, dass manche Sachen, auch wenn sie privat verkauft werden, dann doch besteuert werden. Mhm. Und deswegen gibt es diese Spekulationsfrist. Also wenn man ein Grundstück hat zum Beispiel, dann sind das 10 Jahre. Aber bei anderen Wirtschaftsgütern, zum Beispiel bei Kryptowährungen, ist das 1 Jahr. Die kann sich unter Umständen, aber auch das ist noch nicht ganz safe, kann die sich auf 10 Jahre verlängern. Aber diese Spekulationsfrist macht, dass, wenn man die ausgestanden hat, also wenn man einen Coin länger als 1 Jahr hält, dann kann man ein steuerfreies privates Veräußerungsgeschäft machen. Wenn man den in dieser Spekulationsfrist verkauft, dann ist das nicht steuerfrei, denn dann wird unterstellt, dass man ja spekuliert auf Gewinne. Okay, also, dass man da schon irgendwie eine Absicht hatte, da ein bisschen Geld mit zu verdienen. Da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, ein oder andere spekuliert da drauf. Ja, die 10 Jahre wären natürlich ein bisschen traurig, weil das macht dann zum Beispiel ein Investment, wenn man sagt, okay, der Coin, der möchte 2, 3 Jahre halten, irgendwie so. Ist ein bisschen schwierig, aber ja, gut, muss man dann irgendwie ja in den sauren Apfel beißen. Die machen das einfach anders als Aktien, weil das dann eine Währung so ein Stück weit ist, weil Gold ist ja auch keine Währung. Oder was war der Beweggrund dazu? Weil die haben gesagt, so jongliert beim Finanzamt, was sagst du? Ja, ja, Herbert, mach mal das oder sowas. Wie kam das dazu? Ja, also Kapitalerträge sind halt eine komplett eigene Einkunftsart. Das ist auch ziemlich restriktiv, was da jetzt drunter fällt und was nicht. Und dann musste man ja noch eine Lösung finden für diese ganzen anderen Sachen. Weiß ich nicht, wenn man mal sein Auto verkauft oder mal einen Tisch verkauft, ist man dann direkt steuerpflichtig oder was ist das? Und deswegen wurde dann in den Paragraphen, das steht in Paragraph 23 Einkommensteuergesetz, wurde dann diese Begrifflichkeit andere Wirtschaftsgüter, glaube ich, wurde da aufgenommen. Und das ist halt ein anderes Wirtschaftsgut. Das ist ja keine offizielle Währung, aber es wird so, ja, es ist ja so eine privatrechtliche Währung. Und das fällt halt unter ein sonstiges Wirtschaftsgut, genauso wie Gold. Okay, ja, dann, ich habe es jetzt auch dann verstanden. Dann eine Frage, die auch immer oft wieder kommt, beziehungsweise jemand kauft irgendwie, einen Monat kauft der Bitcoin, im nächsten wieder, dann hat er den einen schon 1 Jahr gehalten, den anderen aber auch nicht, und wie soll er das aufteilen, weil das ist ja alles in einen jetzt. Ja, kann man den dann steuerfrei verkaufen wieder, oder wie geht man dann so ein bisschen vor vielleicht? Ja, also da gibt es tatsächlich, das ist das Schöne, das ist so der Fall, wo es tatsächlich ein paar Regelungen zu gibt in Sachen Krypto. Okay. Und zwar gibt es da die sogenannte FIFO-Methode, das steht für First In, First Out. Bedeutet einfach, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich habe einen ganzen Bitcoin, ich habe vielleicht auch 3 Bitcoins und verkaufe einen davon, dann ist der, den ich verkaufe, der, den ich auch damals zuerst gekauft habe. Das heißt, man muss dann wirklich, dabei ist halt nur, dass man Dokumentation hat. Und das ist ganz gut, dass die die Dokumentation ganz ordentlich machen und damit arbeiten kann. Häufig aber leider nicht. Dann muss man es eben selber dokumentieren, wann habe ich wie viel gekauft, um dann, wenn ich verkaufe, sagen zu können, okay, dann und dann habe ich so viel gekauft, dann und dann habe ich so viel gekauft und dann kann ich rechnen,
habe ich das Jahr geknackt oder nicht. Ja. Gerade eben ist es kurz abgebrochen. Du hast gesagt, man muss es selbst gut dokumentieren oder bei der App ist es dokumentiert, war das, ne? Genau, also es gibt manche Anbieter, die das gut dokumentieren. Ich weiß gerade nicht, welche das sind. Ich habe letztens irgendwie, habe ich irgendein YouTube-Video gesehen, da hatte irgendjemand erzählt, oder war das, ich glaube, das war in einem Clubhouse-Talk, da hatte irgendwer erzählt, dass es da jetzt einen Anbieter gibt, der das mittlerweile sehr gut aufbereitet. Aber bei den meisten ist es halt leider nicht ausreichend und man erkennt es da nicht gut und deswegen muss man dann halt selber noch Dokumentation ja. pflegen. Also ich weiß noch aus meinem, also wessen, dass zum Beispiel Bison, glaube ich, einen ganz guten Steuerreport macht. Und dann gibt es noch cointracking.info und der Mirko sagt es immer von Bitcoin to Go, Accounting oder so heißt, Accounting, so rum. Da kann man das so ein bisschen dokumentieren. Aber so eine andere Frage, die sich mir dann auch stellt, wenn man das auf der Krypto-Börse irgendwie gekauft hat, und dann schiebt man das sozusagen auf eine Wallet. Ist das dann schon ja nicht mehr die Haltefrist und Spekulation oder gilt nur der Zeitpunkt des Kaufes? Oder wie geht man das ein bisschen vor? Weil theoretisch schiebt man das einfach so ein bisschen in den Kreis und dann weiß keiner mehr, wo das herkommt irgendwie. Ja, um das halt zu verhindern, dass keiner mehr weiß, wo es herkommt, ist halt wirklich Dokumentation das Wichtigste. Aber wenn man es einfach in die Wallet schiebt, dann ist es ja nach wie vor Privatvermögen. Es liegt halt nur woanders. Also gleiche Hose, aber andere Hosentasche. Okay, und ja. deswegen, alles gut, ja. Ja, deswegen hat das keinen Einfluss auf die Spekulationsfrist. Die Spekulationsfrist fängt immer neu an zu laufen oder wird dann halt nicht eingehalten, wenn man zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen hin und her verschiebt. Mhm. Oder von einem Coin in einen anderen wechselt. Ja, genau, ja. sowas. Also verkaufen, ja. tauschen, Betriebsvermögen, Privatvermögen wechseln, ja. das alles ja, löst leider aus, dass man die Einjahresfrist dann verletzt. Ja. Aber in eine Wallet schieben ist so ziemlich das Einzige, was man ganz munter machen kann. Ja, das geht klar. Okay, also da muss man dann keinen Angstschwitz haben, dass da irgendwas passiert irgendwie, dass entweder dann besteuert wird oder auf der Börse irgendwie verloren gehen könnte. Ja, das ist auch schon mal sehr gut. Dann ja, kommen wir so ein bisschen auf dieses ja, Staking. Da haben wir jetzt ja irgendwie so eine Spekulationsfrist von 10 Jahren. Stimmt das oder warum verlängert sich das? Das ist tatsächlich ein Grund, warum ich das Staking noch nicht mache mit Coins, weil ich Angst habe, dass ich ja dann die gar nicht 10 Jahre halte irgendwie. Wie ist das da? Ja, ja, 10 Jahre sind doch einfach lang, ne? Gerade ja. in Krypto-Zeiten. Ist eine Woche schon lang, ja. ja. Ja, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass die normale Spekulationsfrist 1 Jahr ist und bei Immobilien zum Beispiel ist sie 10. Ja. Aber diese Einjährige kann sich verlängern auf 10, wenn man dieses sonstige Wirtschaftsgut, also den Coin, dazu verwendet hat, damit Einkünfte zu erzielen. Okay. Und beim Staking oder auch beim Lending nimmt man ja seinen Coin, um damit noch weiteres Geld zu verdienen. Und das ist dann halt, dass man, erfüllt man diesen Tatbestand im Gesetz, dass man das halt zur Einkunftserzielung genutzt hat. Und dann greift halt diese Regelung, dass die einjährige Frist leider nicht mehr ausreichend ist, denn dann sind es 10 Jahre. Und dann wird die Veräußerung innerhalb von 10 Jahren auf jeden Fall besteuert. Obwohl auf jeden Fall ist auch wieder ein bisschen relativ, weil da scheiden sich die Geister in dieser Frage. Also die breiter vertretene steuerliche Meinung ist auf jeden Fall 10 Jahre. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, kann gar nicht sein, das bleibt bei einem Jahr. Weil der Gesetzgeber, als er diese Regelung geschrieben hat, gar nicht wusste, dass es irgendwann mal irgendwas geben wird wie Kryptowährungen. Und dass man deswegen sagen kann, der Sinn und Zweck dieses Gesetzes bezieht sich gar nicht da noch mit drauf. Aber das ist halt total ungeklärt. Da muss man dann irgendwann gucken, ob vielleicht eine Verwaltungsanweisung geschrieben wird oder ob da Gesetze zukommen oder ein Gerichtsurteil oder so. Also im Moment kann man nur spekulieren. Also sollte man so besser Vorsicht als Nachsicht die 10 Jahre mal so ein bisschen für Gesetz nehmen? Und ja, wo könnte man sich zum Beispiel informieren? Gibt es da irgendwie Bundesanzeiger so wie für die Firmen? Oder kann man dann sagen, ja, wart einfach mal ab, ob du derjenige bist oder jemand vom Landesgericht oder Ober, weiß ich was, Verwaltungsgericht da einen Präsidentsfall aufgedrückt bekommt? Ja, also ich glaube, das ist so ein heißes Thema momentan, dass wenn da irgendwann Rechtsprechung zu ergeht, dass das dann auch allgemein bekannt wird. Also ich glaube, da muss man sich nicht aktiv auf die Suche begeben. Ich glaube, das ist dann so ein Thema, dass man das einfach so im öffentlichen Leben mitbekommt. Ansonsten ist immer Google eine Option. Man kann ja wichtige oder viele Urteile werden veröffentlicht. Da kann man immer mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Und ansonsten kann die Finanzverwaltung da Regelungen zu erlassen. Also keine Regelungen, die für alle verbindlich sind. Die binden dann nur die Finanzverwaltung. Dann hat die schon mal so ein Regelwerk, wie sie damit umgehen muss. Oder irgendwann gibt es da Gesetze zu. Also die drei Möglichkeiten gibt es eigentlich.
Ja, also so ein bisschen abwarten heißt eigentlich so Füße stillhalten. Ja. Kommt ja auch gerade eine gute Frage spontan rein. Mich würde interessieren, wie das Finanzamt herausfinden kann, ob jemand Krypto hat oder nicht, weil ja, es ist wahrscheinlich, die Konten können sie einsehen, theoretisch, wenn sie wollen. Ja, bei den Kryptos, die Blockchain ist zwar öffentlich, aber dann mit mir zu verbinden, ja, weiß nicht. Ja. Viele meinen, dass das anonymer ist, als es tatsächlich ist. Also ja, Blockchain und so weiter ist, ich habe es irgendwo in der Wallet und der den Key zu der Wallet hat, der ist der Besitzer und so. Klar, das hat irgendwie was Anonymeres als ein Bankkonto. Aber ja, ganz gutes Beispiel ist eigentlich die geleakten Schweizer Konten. Also wenn die Finanzverwaltung an Daten drankommen will, es gibt ja nun mal Betreiber, die diese Plattformen betreiben, wo man die Coins handelt. Und da sind natürlich auch irgendwo in einer gewissen Form Daten vorhanden. Und was du hast gerade schon ganz richtig gesagt, die können natürlich auch sagen, hier, zeig mir mal dein privates Konto, was da so drauf abgeht. Insbesondere dann, wenn man ja einen ausgiebigen Lebensstil pflegt, aber leider beim Finanzamt keine Einkünfte in einer Höhe erklärt werden, die ja den Lebensstil finanzieren könnten. Ja. Gerade dann kann es da ganz gerne mal zu Nachfragen kommen. Also man sollte sich dann nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Okay, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist ja, nichts wird so hart bestraft, oder fast nichts wird so hart bestraft wie Steuerhinterziehung. Also das Finanzamt hat schon Mittel und Wege, um da an das Geld zu kommen, das ihnen zusteht. Richtigerweise ja auch. Und da darf man wirklich nicht denken, dass so eine lahme Behörde, die kriegt das sowieso nicht geregelt. Ja. An der Stelle sind die gut. Ja, ich lese es öfters mal in den Nachrichten, dass da Hausbesuche bestimmte Personen bekommen, aufgrund dessen, dass sie einen sehr ausschweifenden Lebensstil haben und dann erklären sollen, ja, wo sie denn das ganze Geld her haben. Also, liebes Finanzamt, ich wohne hier für 289 in Berlin. Wie geht's dir immer? Also, alles gut. Nee, das ist aber tatsächlich auch so so ein bisschen, ja, eine Angst. Vielleicht bin ich da auch so typisch deutsch irgendwie. Wie sollte man sich als Privatperson jetzt am besten verhalten? Wie geht man jetzt vor, wenn man das zum ersten Mal gehört, dann dachte ich, oh, Basti hat da irgendwie ein Video drüber gemacht oder was mache ich jetzt, um nicht panisch zu werden, was wären so die ersten 2, 3 Schritte, die ich jetzt erstmal machen sollte, ja, um da nicht sozusagen Besuch zu bekommen? Also, was am allerbesten ist, ist, wenn man wirklich sagt, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen, bedeutet, ich versuche da erst gar nicht irgendwas zu tricksen, sondern ich sage einfach, ich gebe mir Mühe. Wenn man dann was falsch macht und es wird gefunden, bedeutet das auch nicht gleich, dass man einen über den Deckel kriegt. Also gerade bei so Sachen, die noch so mega unsicher sind, weiß ja auch das Finanzamt, wenn man das als Privatperson macht und man hat da nicht unbedingt die Ahnung von, auch da, es gibt nette Prüfer, es gibt nicht so nette Prüfer, aber das heißt nicht gleich, dass dann die Hölle losbricht. Aber grundsätzlich sonst, ich finde das sowieso generell einen ganz wichtigen Rat, nur Sachen machen, die man auch versteht. Sowohl bei Aktien als auch bei Kryptos ist das schon sinnvoll, wenn man tatsächlich versteht, was mache ich eigentlich da. Und wenn man an die Grenzen stößt von, ich verstehe es halt nicht mehr, dann eben Fachleute zur Rate ziehen, zum Beispiel einen Steuerberater. Und da hat Helen ja eben schon gesagt, man muss die sich nicht ewig ans Bein binden. Man kann da auch einfach mal eine Stunde hingehen, das einmal grundsätzlich abklären. Und wenn man das ja dann einfach so immer wieder macht, also man macht im Prinzip die ganze Zeit das Gleiche und man klärt es einmal am Anfang ab, dann hat man ja Ruhe, dann kann man ja nachts in Ruhe schlafen. Also deswegen, das ist eigentlich so, wenn man sich unsicher ist, dann Hilfe dazu holen, das ist eigentlich so der beste Rat, würde ich sagen, den man geben kann. Und man sollte wissen, Deutschland ist in Sachen Kryptowährung eigentlich eine ziemliche Steueroase. Es gibt aber Leute, die mittlerweile nach Deutschland ziehen, um eben mit Kryptos Geld zu verdienen. Ja. Weil diese komplette Steuerfreiheit nach einem Jahr, das gibt es in fast keinem anderen Land, heißt, wenn man jetzt sagt, ich möchte da wirklich möglichst wenig Bauchschmerzen mit haben, ich will auf der sicheren Seite sein und will möglichst viel Ertrag haben, dann vielleicht aufs Einfache handeln, also ich kaufe an, halte ein Jahr, verkaufe, beschränken, weil das ist die Sache, die relativ sicher ist im Bereich Krypto.
Okay, ist glaube ich auch ein guter Punkt, ja, dann sozusagen sich da so ein bisschen drum zu kümmern, beziehungsweise zu schauen, was da geht, weil ja, ich das Gefühl habe, es gab ja schon Plattformen 2018, die gibt es vielleicht jetzt heute gar nicht mehr so, irgendwie, dass man das da gleich ordentlich alles dokumentiert und aufschreibt irgendwie und sich die Tools anguckt, wie ja, Cointracking.info. Noch eine Frage, die sich noch so ein bisschen anschließt, wenn man zum Beispiel das jetzt in Staking oder Lending steckt und diese 10 Jahre halbfristig verlängert, ist es ja einerseits auf die Wertsteigerung des Assets unter sich. Das könnte dann besteuert werden, wenn man es vorher verkauft, aber die ganz normalen Zinserträge aus diesem Staking oder Lending, die werden ja ganz normal, nehme ich mal an, versteuert mit dem Kapitalertragsteuer oder ist das dann auch wieder was anderes? Oder weiß man nicht? Weiß man nicht, weiß man nicht. Ach Also ja. ja, die weiter verbreitete Meinung ist es, dass das auch sonstige Einkünfte sind. Aber manche sagen auch Kapitalerträge. Also ist es nicht klar. Man weiß es Okay. nicht. Okay, also würde ich dann beim zuständigen Finanzamt mal anrufen und sagen, ich mache Zinserträge, nenn es einfach schon mal so, aus dem und den. Und Mal in ja, die richtige Richtung schubsen. also ja, nicht sagen, muss ich oder soll ich, sondern fragen, ich mache so und was denken Sie? Wenn das Finanzamt da was sagt, ist das dann auch rechtsverbindlich, sofern ich schriftlich habe? Also mündlich ist ja immer was anderes, aber Geht so. Es ja. gibt, man kann rechtsverbindliche Auskünfte vom Finanzamt einholen, aber die kosten Geld. Also es gibt, ich weiß gerade nicht mehr, wie heißt es? Verbindliche Auskunft? Ich glaube, Ja, verbindliche verbindliche Auskunft heißt Auskunft. das einfach. Und die muss man bezahlen. Also man kann nicht einfach mal eben anrufen und sagen, hier kannst du mir das mal eben auf einem Zettel rüberschicken. Das funktioniert leider nicht. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, dass man sich so eine verbindliche Auskunft einholt, nur das machen die halt eben nicht einfach so. Okay, also wenn man dann seine Kryptomillionen gemacht hat, könnte es sich lohnen. Ja. Beim Finanzamt mit Dogecoin und weiß, was sie alle heißen, Ja. könnte sich das lohnen. Ja, das ist immer auch so eine Frage, ja. Was ich noch sagen wollte, was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man Sachen angibt, auch wenn man der Meinung ist, ist es vielleicht, wenn man sich der Meinung anschließt, die Frist verlängert sich nicht und sagt ein Jahr und danach steuerfrei, dann wenn es tatsächlich so ist, muss man die Sachen eigentlich in der Steuererklärung nicht mehr angeben. Aber in diesem Kryptofall würde ich trotzdem sagen, immer irgendwie in die Steuererklärung einbauen und dann dazu einen Brief schreiben oder in das Feld für Anmerkungen schreiben, hier, ich hatte das und das, aber ich bin der Meinung, dass das steuerfrei ist. Weil dann hat man seine Mitwirkungspflicht erledigt und hat gesagt, hier, das gibt es, aber, also Karten auf den Tisch, aber ich finde, es ist steuerbefreit. Dann kann halt hinterher keiner sagen, ja, aber hast du ja nicht gesagt, ne? Ja. Steuerhinterziehung. Ja. Und auch noch ein guter Rat, den kann man generell, was alles zum Thema Steuern betrifft, sagen, und wir haben da so häufig Kopfschmerzerei wegen. Bitte, bitte, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vorher fragen Ja. und dann machen. Also ich habe tatsächlich auch einen Bekannten, der jetzt letztens ankam und sagte, Jo, Sarah, ich mache jetzt Mining. Wie ist denn das eigentlich mit der Steuer? Die haben aber schon alles gemacht und das läuft schon und so 3, 4 Monate später kommt er dann und fragt mal. Das ist ein bisschen ungünstig. Also vielleicht erst nachdenken und dann machen. Das Ja. hilft meistens. Okay, also da ist diese Vorsicht, die der ein oder andere hat, schon vielleicht ein bisschen interessant. Ja. Oder auch der Grund, warum ich dieses Landing gerade nicht mache. Noch eine andere Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesen ja, volatilen Coins, Bitcoin und Ethereum gesprochen. Was passiert, wenn man das in so einen Stablecoin reinmacht, der meistens 1 zu 1 gebunden ist, US-Dollar? Ändert sich dadurch die Besteuerung? Wird das dann als Währung gehandhabt? Oder wie wäre das dann da zu handhaben? Muss das auch wieder noch weiter vom Finanzamt weg? Das ist, glaube ich, noch ziemlich weit vom Finanzamt weg. Also da gibt es auch noch keine offiziellen Regelungen zu. Solange es Coins sind und nicht tatsächlich eine offizielle Währung, wird sich da aber vermutlich nichts dran ändern. Aber auch da, das ist, glaube ich, noch was, was beim Finanzamt oder bei der Finanzverwaltung noch nicht so angekommen ist. Ich vermute aber, dass sich da so in den nächsten 1, 2 Jahren Ja. einiges tun wird, weil es eben langsam bei denen ankommt und die auch merken, da ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir da was machen. Okay, ja, denke ich auf jeden Fall. Also, ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich weiß, okay, das ist so der Fakt irgendwie. Zum Schluss, ihr habt es schon so ein bisschen gesagt, was ist noch der grundsätzliche Tipp, den man auf jeden Fall machen sollte, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, so als Abrundendes, damit die Leute direkt losrennen können und das tun können? Also ich finde Dokumentation Ja. wirklich auch. Am Anfang weiß man ja vielleicht auch gar nicht, mache ich das jetzt einmal oder mache ich das 10-mal? Ach, ich schreibe das jetzt nicht auf, ich mache das nächste Woche. Nee. Also wirklich am besten einfach alles unmittelbar immer dokumentieren mit
Am besten Datum, Uhrzeit, was habe ich gekauft, was habe ich verkauft, wo hatte ich das liegen, von welchem Konto habe ich da was für bezahlt. Also eine lückenlose Dokumentation ist wirklich bei diesen Kryptosachen ja. total wichtig. Noch wichtiger als bei anderen Sachen. Ja. In etwa so wichtig wie beim Fahrtenbuch. Also und das ist ja auch... Oh, auch wieder sehr schöner Vergleich. Also das mit der Tasche links und rechts hat es mir gefallen, auf jeden Fall im Fahrtenbuch. ja, also ganz so schön, wie die Gewinne aussehen können, ist es dann halt nicht bei der Steuer. Aber ich sag mal, also wenn man es nach bestem Gewissen macht, wie ihr sagt, dann denke ich mal, ist das auch machbar. Ja, Landing ist jetzt so für mich, vielleicht warte ich nochmal, bis es klarer ist irgendwie. Ja, ich bin nochmal gespannt, wenn ich dann jetzt wieder mit dem Finanzamt sprechen werde, wie es da aussieht, was sie da für Deals mir anbieten können. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, in diesem Sinne schon mal vielen lieben Dank. Ich frage nochmal die Community, ob die noch eine Frage haben. Ja, aber schon mal war sehr aufschlussreich wieder für mich. Man nimmt immer wieder was mit und fühlt sich ein Stück weit sicherer. Ganze Sicherheit gibt es ja leider noch nicht irgendwie, aber ja, ja, was denkt ihr vielleicht nur so, wann da die ersten ja sozusagen ja, Gerichtsurteile oder so verbindliche Aussagen kommen, weil ja, das ist ja mit der Zeit irgendwie. Ja, also ich denke mal so im, das klingt jetzt wahrscheinlich für die meisten, die zuhören, nach, oh Gott, so lange. Aber ich denke, so ein 5-Jahres-Zeitraum, da ist zumindest was, wo so eine Grundsicherheit ja. irgendwie drin sein sollte. Aber leider ist das nun mal ein Prozess, der relativ träge ist. Nicht nur, weil es Behörden sind und Finanzämter schon mal langsamer arbeiten, das meine ich gar nicht, sondern es ist halt auch einfach, bis Urteile gesprochen werden, ja. muss man halt verschiedene Instanzen durchlaufen. Also man gibt seine Steuererklärung ab, das Finanzamt sagt, sehe ich nicht so. Dann muss man Einspruch einlegen, Finanzamt sagt, sehe ich immer noch nicht so. Dann muss man irgendwann zum Finanzgericht, das Finanzgericht entscheidet dann nochmal, dann kommt es irgendwann zum Bundesfinanzhof und der entscheidet dann und daraus kommen dann so ja. die Sachen, wo sich dann langsam mal irgendwie was rauskristallisiert. Und dieser Prozess von diesen Gerichtsbarkeiten, den zu durchlaufen, das dauert einfach eine Weile. Ja. Okay. Und ein Gesetz zu schreiben, dauert halt auch ein bisschen. Ne? Ja. Und gerade in so einem Jahr mit einer Bundestagswahl weiß ich nicht, ob die höchste Priorität jetzt ist, ein Kryptogesetz zu schreiben. Definitiv, ja. Aber gut, das nehme ich da nochmal mit, noch ein bisschen Zeit mitbringen und alles immer nach ordentlich dokumentieren. Die werden sich dann immer freuen. Also derjenige, der meine Steuerberatung mit den ganzen Sachen lesen muss, der muss sich wahrscheinlich erstmal alle Themengebiete einlesen auf jeden Fall. Ja. ja. Was aber auch immer schon mal ganz gut ist, die Prüfer sind auch immer schon viel milder gestimmt, wenn die sehen, da hat sich jemand Mühe gegeben. Also was zum Beispiel auch ganz interessant ist, ist E-Commerce und Influencer. Das sind ja auch relativ neue Sachen. Mhm. Da ist auch immer noch sehr viel Unsicherheit drin. Und weil es halt viele Leute gibt, die da gar nichts dokumentieren, es total Kraut und Rüben ist, kriegen die Leute halt eine Krise. Und wenn die dann jemanden haben, wo sie sehen, okay, derjenige hat sich bemüht und wenn dann da irgendwo was weiß ich mal, ein Fehler drin ist, dann ist das halt so. Aber die sehen, man hat sich bemüht, dann ist da die Grundstimmung schon direkt eine ganz andere, als wenn man einfach sagt, pff, nach mir die Sintflut. Ja, sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank. Vielleicht könnt ihr doch sagen, wo man euch finden kann. Wahrscheinlich gibt es auch tausende Steuerfragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben. ja, man kann uns auf fast allen sozialen Medien, würde ich sagen, finden. Wir machen unsere Hauptvideos auch auf YouTube. Das heißt, da gibt es die längeren Videos mit allen Infos. Dann gibt es aber auch Beiträge auf Insta, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing sind wir und auch auf TikTok. Da gibt es dann halt so kurze Wissensschnipsel, wo wir Sachen ganz kurz anreißen und ja. Ja, ja genau. Perfekt. Also ich habe es vorhin einfach mal getestet. Wir lieben Steuern, tatsächlich wart ihr da direkt ganz oben. Also das SEO stimmt schon mal auf jeden Fall. Ja, wir hatten jetzt ja noch eine kleine Änderung oder so einen kleinen Super-GAU. Das Bundesfinanzministerium hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Kryptowährung, bedeutet es jetzt den Tod oder das Ende der Kryptowährung? Da machen wir jetzt nochmal so einen kleinen Nachtrag. Und ja, die Expertinnen sind wieder mit dabei von Wir lieben Steuern. Und deswegen haben wir da noch ein, zwei Nachtragfragen. Die erste ist so ein bisschen, was in dem Entwurf rausgekommen ist. Irgendwie jede Kryptowährung ist jetzt als Wirtschaftsgut klassifiziert. Jetzt denkt man so, oh je, was bedeutet das? Könnt ihr vielleicht nochmal kurz umreißen, was das für die Kryptowährung und die Besteuerung bedeutet, so in der Zukunft vielleicht? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass Kryptowährungen nicht als offizielles Geld anerkannt sind, dass Zahlungsmittel sind, sondern es ist quasi ein privates Zahlungsmittel, kann man es vielleicht nennen. Okay. Und deswegen ist es ein sonstiges Wirtschaftsgut im Sinne dieses 23 ESTG, das ist dieser Paragraph, in dem diese ganzen Sachen mit den privaten Veräußerungsgeschäften geregelt sind.
Und deswegen wird jetzt auch tatsächlich, also zumindest aus Sicht der Finanzverwaltung, ein Großteil dieser Steuerproblematiken in diesem 23 ESDG angesiedelt sein. Und das heißt dann konkret für die Besteuerung, was sich da ändern könnte? Also ganz konkret heißt das, diese Sache mit der einjährigen Spekulationsfrist ist auf jeden Fall ein Thema. Diese 600 Euro steuerfreien Veräußerungsgewinne sind ein Thema. Und in Richtung Staking und Lending und so könnte es vielleicht dann auch sein, dass sich die Frist auf 10 Jahre verlängert von einem Jahr. Also das sind auf jeden Fall die Themen, die da eine Riesenrolle spielen. Okay, diese 10 Jahre wird natürlich jetzt jeder hellhörig. Sind da jetzt meine Bitcoin, die ich ein Jahr gehalten habe, nicht mehr steuerfrei nach dem Entwurf? Also nach dem Entwurf schon, wenn man sie halt ein Jahr gehalten hat und damit nichts gemacht hat, um damit irgendwelche anderen weiteren Einkünfte zu erzielen, dann kann man die auf jeden Fall safe nach einem Jahr steuerfrei veräußern. Okay, das ist ja schon mal gut, weil ich ja gelernt habe von euch sozusagen, wenn ich es von einer Tasche in die andere mache, also von der Börse runter auf die andere Wallet, dann ist es noch legitim, aber wenn ich sozusagen in Staking, Lending reingehe, dann wird es problematisch, beziehungsweise ja, eine andere Währung kaufen möchte, die Ethereum, die verkaufe, dann ist es schlecht, dann muss ich erstmal zahlen. Ja, schon mal interessant. Ja, du hast es eben schon angesprochen, Staking, Lending, dass das jetzt problematisch werden kann. Gab ja vorher noch keine Konkretisierung da wirklich und jeder musste erstmal gucken, wie man das macht. Was sagt der Entwurf jetzt konkreter irgendwie? Was bedeutet das, wenn ich jetzt Staking oder Lending betreiben möchte? Also der Entwurf bezieht sich tatsächlich konkret auf das Thema. Vorher war das ja alles so ein bisschen vage. Ja. Aber tatsächlich ist es eigentlich nur, dass der Entwurf das so ein bisschen bestätigt, was vorher auch die vorherrschende Meinung war. Also wenn man für Staking und Lending diese Verlängerung auf die 10-Jahres-Frist und bei diesen ganzen Themen sowohl Mining als auch eben diese Sachen, sobald man ein Mitunternehmerrisiko trägt und wie ein Unternehmer handelt, also gewerblich handelt, das in einem großen Stil macht und so weiter, rutscht man schnell in die Gewerblichkeit. Also im Prinzip deckt sich das ziemlich mit dem, was wir beim letzten Mal schon besprochen hatten, was so die vorherrschende Meinung ist. Das hat dieser Entwurf eigentlich weitestgehend bestätigt. Okay, das ist dann tatsächlich so, wie ich glaube ich früher mal auf eBay immer die Fragen bekommen habe, so, ich verkaufe jetzt was auf eBay, ist das schon gewerblich so, dass das dann sehr schnell, wenn das so eine, wie sagt das Finanzamt immer, wenn das eine langfristige Gewinnabsicht hat oder sowas, dann muss man es irgendwie schon anmelden. Also ja, also das beim Staking und Lending, natürlich wollen wir damit was verdienen, hochkommen und dann sagt das Finanzamt irgendwann, ja, schönen guten Tag, ich möchte gerne auch den Robolus haben. Okay, macht dann schon so ein Stück weit Sinn. Der zweite große Punkt, der ja aufgemacht wurde, so dieses Mining, das macht jetzt vielleicht die meisten nicht, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der irgendwie ja irgendwie alte Kreditkarten, Grafikkarten hat und anfängt zu minen. Wie ist das ja? In Berlin war das ja auch so mit den Airbnb auf einmal, durfte man das auch nicht mehr privat machen, musste man Gewerbe anmelden. Irgendwas haben die ja auch da drin gesagt. Wie wurde das da konkretisiert? Ja, also da ist jetzt die Regelung zumindest laut Finanzverwaltung so, es wird erstmal beim Minen immer widerlegbar unterstellt, dass es gewerblich ist. Und das ist so eine klassische Formulierung. Das bedeutet einfach, macht ihr das, dann gehen wir davon aus, es ist gewerblich. Es sei denn, ihr könnt uns glaubhaft belegen, dass es das halt gerade nicht ist. Also es wird erstmal unterstellt, aber wir sind bereit, uns eines Besseren belehren zu lassen. Okay, ja, also diese klassische, wir sind in der Bringschuld, so nach dem Motto. Genau. Also da haben wir auch wieder den Punkt, den ihr ja gemeint habt, schon im ersten Teil sozusagen, dass man immer sehr ordentlich dokumentieren sollte, was man da macht, damit man sozusagen später dem Finanzamt sagen könnte, es ist aber nicht der Fall gewesen. Ja, okay, auch nochmal wichtig, dann könnt ihr auch direkt schon mitnehmen. Das nächste ist so ein bisschen dieses Besteuerung von einem Cashback, so Crypto.com hat das, irgendwie, man kennt das vielleicht auch klassisch von Vivid Money, macht das ja zum Beispiel auch so, wenn man irgendwo einkauft, bekommt man so ein Cashback und das kann man dann auf irgendwelche Kreditkarten auf irgendwelche Aktien machen, also recht komplex. Wie ist das dann im Kryptobereich? Sagen die dann auch, okay, es ist das Gleiche und dann steuerfrei, oder ist es so, dass sie sagen, okay, das ist ein klassifiziertes Wirtschaftsgut und wird das wieder anders gehandhabt? Also das ist so ein Thema, da gibt es leider auch jetzt nach diesem Entwurf immer noch nicht so wirklich Infos zu, also das ist noch sehr vage, weil das ja auch schon wieder was Neueres ist als Kryptowährung an sich und ne, die Finanzverwaltung braucht da immer ein bisschen, um da hinterher zu kommen. Also da gibt es jetzt noch keine klaren Regeln. Es wird wohl vermutlich nicht so sein wie zum Beispiel bei Payback oder so, weil da ist es ja, man kauft ein, man hat das Ganze schon mit, also man zahlt ja Umsatzsteuer, wenn man einkauft, da ist irgendwie schon eine Steuer geflossen. Das hat man ja aber bei Kryptos dann nicht unbedingt so. Das heißt, nicht unbedingt damit gleichzusetzen. Es gibt die Meinung, dass das steuerfrei ist,
unterhalb dieser 600-Euro-Grenze, von der Helen ja auch eben schon mal gesprochen hatte, also da aus diesem Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. Und auch da, wenn man das in einem großen Stil betreibt und vor allem, wenn man dann mit den Kryptos, die man als Cashback bekommen hat, dann auch wieder gewerblich irgendwie unterwegs ist, dann schnell wieder Gewerbe. Was man auf jeden Fall tun sollte, um das möglichst, um da möglichst Probleme zu vermeiden, ist, wenn ich Cashback bekomme, dann die Kryptos, die ich als Cashback bekommen habe, ein Jahr liegen lassen, wegen der Spekulationsfrist, und erst dann in irgendwas anderes umtauschen oder verkaufen oder was auch immer, weil dann hat man zumindest schon mal gezeigt, okay, dieses eine Jahr, da habe ich mich dran gehalten, und dann ist das zumindest schon mal etwas weniger kritisch. Ja. Okay, dann nehme ich das auch mal mit, das einfach ein bisschen liegen zu lassen und nicht direkt wieder auszugeben. Aber die meisten sind ja eher im Halten, von daher passt das schon. Da gibt es ja doch so ein paar Unklarheiten, wie das gemacht werden könnte. Generell haben ja viele jetzt schon die Panik gehabt, okay, da ist was rausgekommen, jetzt ist alles zu spät. Aber Entwurf heißt ja noch nicht in Stein gemeißelt, oder da kann ja bestimmt noch was kommen. Oder wie wird denn so ein Entwurf gehandhabt jetzt? Was ist vielleicht der nächste Prozess? Also, erstmal ist ja, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass da jetzt nichts drinsteht, was völlig mind-blowing ist. Also das war ja irgendwie alles schon so, wie man es erwartet hat. Und es ist ja auch nur ein Schreiben der Finanzverwaltung. Also wir haben ja Gewaltenteilung in Deutschland, Exekutive, Legislative, Judikative. Und der Einzige, der ja wirklich die Macht hat, Gesetze zu erlassen, die wirklich für alle verbindlich gelten, ist der Gesetzgeber. Und die Verwaltung hat jetzt für sich eine Verwaltungsanweisung geschrieben und für die ist das auch verbindlich. Aber das ist kein Urteil, das ist kein Gesetz. Das heißt, das ist noch lange nicht gegeben, dass nicht vielleicht irgendein Richter sagt, also das sehe ich alles komplett anders. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht, keine Ahnung, ich bin kein Richter, aber wie gesagt, da steht ja nichts drin, wo man denkt, um Himmels Willen. Aber es ist halt für den Steuerpflichtigen an und für sich nicht verbindlich. Es ist halt nur, man muss halt damit rechnen, dass das Finanzamt diese Regelung anwenden wird. Okay, also man hat dann man hat dann ja entsprechende Rechtsmittel, um sich dagegen zu wehren als Steuerpflichtiger. Das auf jeden Fall, aber das ist so ein bisschen so halt wie vielleicht die Richtlinien, kann ich mir vorstellen, von der EU, so ein Motto, die dann das jeweilige Land umsetzen sollte. Kein Muss, aber ja, so nach dem Motto. Ja, also sollten wir auf jeden Fall die Punkte beachten irgendwie mit den Haltedauern, dass wir da sind, dokumentieren. Das hatten wir ja schon gesagt. Und dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite und kommen da hoffentlich gut durch. Und dann sehen wir mal, was final bei rauskommt. Ihr meintet ja schon, dass es immer ein bisschen länger dauern kann. Aber ja, da ist hoffentlich dem einen oder anderen schon ein bisschen wieder eher die Last vom Herzen genommen worden und ein bisschen entspannter, dass jetzt nichts Weltbewegendes sich verändert hat. Deswegen da vielen lieben Dank auch nochmal für eure Infos. Und ja, falls was Neues kommen sollte, dann melden wir uns natürlich wieder ganz schnell. Aber ja, da vielen Dank auf jeden Fall für eure Informationen. Ja. Eine kleine Info würde ich aber noch droppen, weil es hat sich nämlich auch eine Sache geändert, die gab es vorher nicht so. Okay. Sogar positiv. Jetzt bin ich hellhörig. Für den Steuerpflichtigen. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 500 Einheiten irgendeiner Kryptowährung habe. Ich sage jetzt mal 500 Bitcoin, das ist relativ unwahrscheinlich, aber ich sage einfach mal 500 Bitcoin. Und ich habe 250 davon zum Lending zum Beispiel benutzt und 250 aber nicht und habe die einfach nur liegen lassen. Wenn ich dann nach einem Jahr zum Beispiel 200 Stück verkaufe, dann ist ja die Frage, welche 200 Stück verkaufe ich denn jetzt? Und jetzt so geregelt, dass man die verkauft, also es wird quasi davon ausgegangen, dass man die verkauft, für die die kürzere Frist gilt. Das heißt, man sagt nach einem Jahr, ich verkaufe 200, dann werden von den 250, mit denen ich nichts gemacht habe, für die also diese Einjahresfrist gilt, davon werden die 200 verkauft. Und das ist eigentlich ziemlich super, weil für die anderen verlängert sich die Frist ja auf 10 Jahre. Das ist eigentlich eine Vorschrift, die mega gut ist. Okay, ja. Ich dachte, diese FIFO-Verfahren so von dem Bilanz ja, und sowas. Ja, das gibt's auch noch, klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 500 auf einen Schlag kauft, dann sind die ja alle gleichzeitig gekommen, sozusagen. Und da sagt man dann quasi, von diesen werden dann zuerst die verkauft mit der kürzeren Haltefrist. Okay. Das ist positiv. Was auch noch ganz interessant war, FIFO ist ein Wahlrecht. Also man kann entweder wirklich die Bewertung nehmen oder FIFO, aber man muss sich dann für jede Wallet entscheiden, wie macht man es. Also man kann nicht nur den einen Coin so, den anderen Coin so.
Ja, das hat auch noch mal ein bisschen Klarheit geschaffen, glaube ich. Okay, perfekt. Ja, ich bin mal gespannt, was das Finanzamt dann im Detail immer sagt bei den Leuten. Da gibt es bestimmt noch interessante Stories. Aber ja, vielen Dank nochmal für die extra Infos. Ja, könnt ihr gerne mitnehmen und es für euch sozusagen in der Community dann beraten, wie ihr das mit eurem Finanzamt klärt. Aber ja, vielen lieben Dank und dann ja, würde ich sagen, bis bald mal wieder, wenn es die neuen Fragen oder die endgültigen Entscheidungen sozusagen gibt. Ja, gerne. Klar. Perfekt. Vielen lieben Dank. Hat immer Spaß gemacht. Ja, natürlich. Wie immer, ja. Ja. Ciao. Ciao. Ja, vielen lieben Dank an die beiden. Ich hoffe, wir konnten euch damit so ein Stück weit die Angst vor den Steuern bei den Kryptos nehmen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und keins verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und schaut auch gerne nochmal in der nächsten Videoempfehlung vorbei. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal.